Aloha, dann bin ich wieder. Jawohl. So, mit Katze ist alles in Ordnung. Ja, Katze hat zu Frauchen nach Hause gefunden. So. Naja, deswegen war sie auch so schnell verschwunden, weil halt Frauchen nach Hause gekommen ist. Passt, passt, passt. So. Wir wurschteln uns langsam nach unten. Wir haben 1100 von 1250 verdient. Jetzt ist die Frage, wie viel kann man noch verdienen? 150 können wir noch verdienen, ne? Das ist der Plan. Kohle können wir mehr verdienen, das ist okay, aber 150 kriegt man noch. So. Kohle. Wir haben vorhin von Kohle geredet, ne? Ich meine, ich habe 241.000, 242.000 habe ich halt hier rumliegen. Damit kann ich halt nichts machen. Ne, weil im Endeffekt meinen Coupon, den es ja dann hier gibt am 10., der ist halt für den Stahl schon reserviert. Ui, Entschuldigung. Schluck auf. Tja, und Stahlreservierung ist halt, vermutlich sogar noch Stahl im den ne übernächsten Coupon quasi, ne? Den für einen Mai, Juni müsste es den rumgeben. Alle 6 Monate quasi. Na, ich habe 55.000 Stahl. Und selbst das teuerste Schiff kostet ja nur 32.000. Und wenn man dazu den Coupon nimmt, kriegt man ja nochmal, wie viel? 25% Rabatt. Das ist ein Viertel. Na, das sind das nochmal 8.000 Stahl. Das heißt, selbst das teuerste Schiff würde mich nur 24.000 Stahl kosten. Ich habe 55.000. Das heißt, der nächste Coupon ist immer noch für 24.000 gehen weg, dann hätte ich noch 31.000 zum jetzigen Zeitpunkt sogar noch übrig. Das heißt, ich kann mir immer noch ein Tier 10 Schiff holen. Das sind halt zwei Tier 10 Schiffe, die du mit diesem Stahl kaufen kannst. Das heißt, ich muss halt, das heißt, frühestens die nächsten Kohle-Coupon kann ich nutzen in einem Jahr. Wow. So. Naja, 150 haben wir gesagt, ne? Okay. So, wir gucken jetzt in die Waffenkammer. Bei den U-Boot-Marken habe ich 1350. Jetzt 150 kann ich verdienen. Dann hätte ich 1500. So, ich muss aber 2500 muss ich für das 8er U-Boot hinlegen. Das heißt, ich brauche noch 1000. Ich kann wie viel? Nur in 300er Päckchen Marken. Kann ich machen. Das heißt, wenn ich noch 1000 brauche, müsste ich 4 U-Boot Marken hinlegen. Viermal das Ding kaufen. Oder ist meine Mathematik, wenn meine Mathematik falsch ist, dann sagt mir Bescheid. Ja, bis 1500 kann ich verdienen. Und dann brauche ich noch 1000. Das heißt, ich brauche 3,3. 3,3 gibt es nicht, also brauche ich 4. Das heißt, ich kriege 1200 U-Boot-Marken. Aber wenn ich 1200 U-Boot-Marken kriege, dann brauche ich nicht mehr erspielen. Weil dann bin ich ja sowieso über die 2500 jetzt schon raus. Oder? Na gut, ich kann mir noch hier Knubbels kaufen. Grüne Knubbels. Das heißt, alles, was ich jetzt an U-Boot-Marken verdiene, ist für die Knubbels.
Also die Ökonomie-Boni. Also ihr wisst schon, was ich mit Knubbels meine, ne? Ich zeige ja drauf. Okay, dann kauft man doch mal 4 Stück muss man kaufen. Na, für knapp 5000. Ja. So, mit den Knubbels kann ich mir das U-Boot leisten. Yay. Den deutschen Tierachter. Okay. Aha. So. Und jetzt kann ich noch 150 kriegen. Das heißt, dann hätte ich dann 200. Was kann ich denn mit den 200 machen? Dann kann ich mir 3 Dinger kaufen. Und 60.000 Kreditpunkte. Kann ich mir 3 Dinger kaufen und 60.000 Credits? Tja. Naja, gut, dann fahren wir die 150. Ja, diese Begeisterung, ja, ich meine, der Anreiz ist halt nicht so groß. Es gibt halt. Es erfüllt dich nicht mit irgendwelchen Sachen, halt diese Ökonomiebonus zu farmen, wenn du halt schon 1000 von denen auf der Bank liegen hast. Ja, das sind halt im Endeffekt, du kannst ja bloß pro Gefecht einen mitnehmen. Das heißt, es sind halt mindestens, selbst beim kleinsten, sind das 1000 Gefechte, die ich machen müsste. Deswegen, Aber hey, was amerikanische Armada, warum soll. Ja, so eine Flagge? Ein Bonuspaket. Für was denn? Ah. Deutsche Flottille. Bonuspaket für U-190. Das wäre eventuell, aber ja, nee, 2900 für ein Bonuspaket, weil das Symbol ist Quatsch und die Andenkenflagge ist Quatsch. Was ist denn das Weitere? Kampfaufträge. Ach, auch noch. Ja, Kampfaufträge müssen wir nicht kaufen. So ein Quark. Okay, Plan. Wir werden das jetzt noch zu Ende fahren. Ja, es ist erstmal 6 Uhr. Wir haben noch ein paar Gefechte, die wir machen können. Und dann gucken wir uns dann an. Dann tauschen wir am Ende des Tages, tauschen wir dann die ganzen U-Boot-Magen ein, weil ab morgen früh sind die weg. Ne, nur mal kurzer Hinweis. Diese U-Boot-Magen sind nur noch heute gültig. Ab morgen mit dem Patch werden die 1 zu 3000 Credits eingetauscht, automatisch. Na, das heißt im Endeffekt das hier. Das heißt, wenn ihr noch welche habt und umtauschen wollt, müsst, was auch immer, dann solltet ihr die jetzt umtauschen. Nicht warten. Ach, guck mal, Kerrigan fährt auch. Siehst du? Ganz entspannt. So. Natürlich ist der Hellas-Auftrag fertig und ich habe den nicht neu gestartet. De-de-de. Geht übrigens bis Freitag morgens um 7. Das heißt, nur noch heute Morgen, übermorgen. Die Velos ist ruhig. Unser Vater hat ihr eine sanfte Fahrt versprochen. Ihre neue Heimat erwartet sie in Griechenland. Es ist Zeit, dass sie ihre Reise antritt. Ihre Schnelligkeit soll ihrem neuen Namen Pfeil rechtfertigen. Was soll man machen? 20 Bänder aufklären oder 3 Bänder zerstören? Naja, es wird wohl die Aufklärung sein. So. Und in welchem Gefecht haben wir das abgeschlossen? Na, haben wir schon mal einen umsonst gemacht.
Wir haben zwei Gefechte umsonst gemacht. Dickes Ei. Na, was geht? Hey Maverick, vielen Dank für den Follow. Wunderschönen Abend. Drei Gefechte umsonst gemacht? Ach, lass mich raten, ich war mit der HEPA fertig, mit dem Auftrag. Basis. Vier Gefechte. War ich sogar noch vorher fertig? Oh, ich habe übrigens alle gewonnen hier. Das ist ja mal nice. Fällt mir jetzt erst auf. Ja, nee, ist klar. Wir waren mit der Tallinn schon fertig. Wir hätten seit der Tallinn den nächsten Griechenauftrag machen können. Das sind vier Gefechte. 1, 2, 3, 4 Stück. Na, ja, besser geht's. So. Na, vor allem nochmal der Hinweis. Diese U-Boot-Marken. Gerade für dich, Merrick, wenn du jetzt dazugekommen bist. Eintauschen heute. Morgen werden die automatisch eingetauscht für 1:3000 Credits. So, wir werden jetzt noch die 150 verdienen mit den Pan-Asiaten und den Niederländern. Na und hier der Kampfspeer, ne, die neue Errungenschaft, ist halt für sie hier super wichtig. So, blub, 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 blub. So. Auf geht's. Yes. Ich weiß, hab schon gemacht. Daumen hoch. Natürlich bin ich wieder so eine kleine Wurst. Hatte ich heute schon mal ein Gefecht, wo ich halt hier war? Gegen kleinere Tiers? Ich glaube nicht, Tim. Morgs nicht nur Patch Day, sondern auch CW Opening. Clan Wars? Geht Clan Wars erst nicht am 5. los? Oder am 9. müsste es losgehen. War doch irgendwie in den Patch Notes drin, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ah, wir machen im Clan CW Training oben. Aha. Okay, wir schwingen uns auf die linke Seite. Akatsuki. Das hat er als Gegner eine Akatsuki, eine Mayhem, eine Voklan oder die Neustra Shimi. Ach nein, das ist wieder so ein Buff-Ding. Oh. Das ist schlecht. Ich wollte so schnell möglich in die Orkanliga, denn da sind wir eigentlich zu Hause. Ja, viel Erfolg. Ich drück die Daumen. Na, der gute Swallow hier spielt, ist glaube ich der einzige von uns, der momentan hier Clanboss spielt. Ich habe da leider nicht so das Interesse dran und leider auch nicht die Zeit. Vor allem nicht die Zeit. So. Ich meine, ich bin ja schon froh, dass ich nebenbei King of the Sea geguckt habe. Obwohl ich sagen muss, das war auch mehr für den Drop. Für den Hibber-Drop. Oh. CW nur mittelmäßig in der Goldliga. Oh, die Neustra Shimi hat direkt gezündet. Ach, und er sammelt ihn ein.
Oder auch nicht. Ich habe 10 Kilometer Tops. Die reichen natürlich nicht. Ach, er ist rausgefahren. Okay. Ach ja, Akatsuki, du hast halt das ein bisschen verkackt. Weil dann kann ich dir nicht helfen, wenn du nichts spottest. Ich habe halt hier echt keine Reichweite mit dem Ding, ne? Ja, nee, der fährt nicht weiter. Ja, das Gegenteil. Oh, wie weit der schon weg ist. Ah. Ja, das war nix. Lucky? Nee, sind wir nicht. Ja, es macht halt keinen Spaß mehr. Ja? Du bist halt jedes einzelne Match gegen High Tiers. Das fängt halt irgendwann ultra langweilig zu werden. Und ultra frustrierend. Bin früher in einem anderen Clan Typhoon gefahren. Nie wieder nur Stress des Liga. Tja, das kann passieren. Ja, deswegen mache ich mir überhaupt für Clan Wars überhaupt keinen Kopf mehr. Clan Wars stört mich halt gar nicht mehr. Ist halt schade, ne? Geht eine Menge Stahl drauf. Aber ich tue mir den Stress halt nicht mehr an. Vor allem, weil ich halt noch andere Spiele spiele. Ja, Tier 8. Wow, ich bin Mitteltier. Mega. Dann guck mal, PTA. Sieger der Clan-Gefecht-Saison, Meer des Glücks. Ja. Sind übrigens auch Sieger des Dings geworden. King of the Sea. Treff meist mit Tier 8, Tier 10. Ja, das ist heute echt schlimm. Ist egal, was ich nehme. Ich bin immer Low-Tier. Mitteltier ist halt im Moment das höchste der Gefühle, was ich kann. No, can open not dot. Hohohoho. Oh, Z. Na, Plan ist halt hier, das hinzukommen. Das wäre nice. Gerade mit meinem Sprengbomben, mit denen ich noch nicht umgehen kann, leider. Ab morgen gründen wir im Clan eh noch einen U-Boot-Flottille. Ja, aber ich glaube, Ude können im Clan Wars nicht antreten.
Das haben sie schon ausgeschlossen. Und immerhin, ich habe mir jetzt schon den deutschen Sechser und den deutschen Achter, den kriege ich ja jetzt. Na, für unsere. Ah, ne, den deutschen Achter habe ich mir beide schon geholt. Für die Dings. Für diese komischen U-Boot-Marken. Warte auf Anweisungen. Ende. Ah, jetzt schmeißt er natürlich. Okay, weiß er, wohin er schießt? Das wäre nicht schlecht. Ich glaube nicht, ist er. Ah, doch, da haben wir einen drinne. Aber noch bin ich nicht gesehen. Das ist gut. Alter, natürlich Z, ey. Was soll denn das? Da fährt er halt einfach weg. Das hat wehgetan. Nochmal Feuer. Feuer gutes. Feuer ist beste. Das müssen wir erstmal zugehen. Hilft ja nichts. Jetzt fokussieren sie sich auf mich. Warte auf Anweisungen. Ende. Ja, da kommen wir die nächste. Jo. Gedodged. Ich glaube, im Dezember kommen diese US-Hybrid-Schlachter raus und ich werde dann eh mal dieses Schiffchen ins Weh fahren. Ey, wegen mir? Mich wirst du da nicht treffen. So, wir heilen uns ein bisschen. Unsere Masse pumpt halt einfach da rein, ne? Sinn und planlos. Und unsere Z ist halt absolut null hilfreich. Da ist halt der ZF-6 da hinten. Ah, unser Kearsarge ist weg. Da kommen die nächsten Torps. Und damit ist die Massa weg. Man nimmt einen mit. Oh, das kann. Torpedos direkt voraus. Gemacht. Alle
Stationen. Vorrücken zum Erobern dieses Gebiet. Das heißt, da ist in A ist die Fletcher. Okay. Alle Kräfte, diesen Bereich erobern. So, jetzt wird's interessant, weil die Fletcher mich nämlich sieht. Torpedos direkt voraus. Ah, ich drehe halt auch genau rein, ey. Come on, 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 come on. Arsch weg, Arsch weg, Arsch weg, Arsch weg, Arsch weg. Feueralarm! Flugabwehrmannschaften in voller Alarmbereitschaft. Torpedos auf Steuerbord! Arsch weg. Oh, aber nicht zu viel Arsch. Nee. Nein, das bin ich natürlich. Flugabwehrmannschaften in normaler Alarmbereitschaft. Riecht die Dinger nicht tot, ey. Er hat schon 3 Brände drauf. Gegnerische Schlachtschiff zerstört. Oh. Okay, jetzt muss die Fletcher irgendwie dran glauben. Echt schlecht. Da ist die Fletcher. Okay, ich stehe gut relativ. Oh, unsere Z ist tot. Und dann geht die Fletcher zu. Achtung, melde Zielposition. No chance, ey. Oh, Fletcher ist zu. Ja, perfekt. Ist close, ne? Muss ich sagen. Auch wenn wir 2 Caps haben. Wir haben alle nicht so viel Leben hier. Ne, die beiden sind halt noch voll, die York und die Georgia.
Und da waren zwei. Das war die Harlem. Nochmal Tago. Keine Spirenzchen. Wir nehmen den Cap und dann ist alles gechillt. Jawohl, ich nehme den Cap mit ein. Es gibt wertvolle Punkte. Unser Sieg ist in Sicht. Und im Prinzip tickt das doch. Ah, nein. Gleich zwei umgefallen. Ach, ist schlecht. Ja, gleich unsere beiden Schlachtschiffe sind halt umgefallen. Ne? Wie ich gesagt habe, die sind halt echt viel. Wir können es eigentlich nur über die Zeit retten im Moment. In der Luft. Die halt grundsätzlich wieder total falsch. Unser Sieg ist in Sicht. Oh, das tut weh. Ich kann mit diesen Dingern nicht umgehen, ey. Und Atago, deine Torpedos kannst du sonst wohin stecken. Schieß mal lieber. Ist ja schlimm. Da versucht er den zu torpedieren, indem der wegfährt. Fraß dich immer an den Kopf, was in solchen Leuten vorgeht. Anstatt halt mal zu schießen. Jetzt schießt er, ne? Okay. Gegen die Key. Okay. Gefecht endet in 5 Minuten. Unser Friedrich geht drauf. Ja, wir haben halt null Leben, ne? Das ist halt so ein bisschen die Problematik. Ja, ich kann nicht schießen, sonst bin ich tot. Da, Atago ist weg.
Gegnerische Schlachtschiff versenkt. Unser Sieg ist in Sicht. 3 Minuten 53. Oh. Komm, wenn die Alaska noch was reißt, dann wäre das echt super. Ja, Alaska reißt es. Und geht aber jetzt drauf. Warte auf Anweisungen. Ende. Unser Team verlässt sich auf Sie. Dreck. Das haben wir verloren. Ja, abwarten werde ich sowieso. Der wird nach A reinfahren. Das ist halt die Problematik. Ja, nicht wenn der drei Caps hat. Der wird nach A reinfahren. Und der Georgia ist halt schnell. Aber es sind halt nur noch 2 Minuten, ne? Okay. Ja, siehst du, da ist er schon. Und schon nimmt er mir den Cap weg. Hilfe, 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 er will meinen Arsch. Fahren, 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 fahren. Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Oh. 44 Sekunden. Wir kriegen keine Punkte mehr. Das ist halt das problematisch. Und er kann nicht aus dem Cap raus. Das heißt, ich mache jetzt hier durchaus Meter. Oh. Das tickt halt gleich richtig, richtig hart. Aber er schafft's nicht. Yes! Er schafft's nicht. Noch 15 Sekunden. Er ist rausgefahren. Easy win. Nice. Ah, zum Glück haben meine Bomber noch getroffen, ey. Zum Glück haben meine Bomber noch getroffen. Die werden sich so ärgern. Das war mal ein cooles Match. Oder mit 3 Leuten zerstört. Musste ich nicht 3 Leute zerstören für so einen komischen Auftrag? Ja, läuft. Ja, Dreadnought mit dem Kreuz. mit dem Kreuzer. Jawohl, ja. Na, 11.500 EP. Jawohl. Oh, hier. Die Alaska können wir mal loben, oder? Ja, die Atago, die hat sogar noch ein gutes Spiel gemacht zum Schluss.
Dudu. Osflo hat den Tag wieder gerettet. Ja, nice. Er ärgert sich halt, dass er von den Bombern getroffen wurde. Das war halt echt glücklich zum Schluss nochmal. Hätten die Bomber nicht getroffen, wäre das echt knapp gewesen. Das Zurücksetzen war so wichtig, weil er war halt auch schon fast fertig mit Captain, ne, als die Bomben ihn getroffen haben. Das war halt super getimed, muss man sagen. Man sollte sich halt nicht so viel selbst loben, aber das war halt echt mal super getimed. 32.000 und da habe ich einige Bomben verkackt, ey. Ja, aber man sieht, man unterschätzt halt die Georgia. Ja, die ist halt super schnell. Ne, bei den anderen amerikanischen Schlachtschiffen wäre das nicht so das Problem gewesen, aber die Georgia. War knapp. Vor allem, ich bin halt auch bloß eine Harlem, ne? Ich bin auch bloß ein Tier-8er. Und das waren ja Tier-9er. Aber trotzdem, das war mal ordentlich. Griechische Marken, jawohl. Das war hier. Hier mache wie viel? 20 Aufklärungen oder 3 Kills? Wir machen instant 3 Kills. Natürlich, wenn du fertig bist mit dem Zeug, ne, machst du instant diese Sekundär-Geschichten. So, mach mal dich aber weg. Und bei der Schumpfhorn genauso. Okay. Na, Mr. Krotzmann. Der muss halt echt noch ein paar sammeln. Ne, hat immerhin 10. Vor allem, die sind halt auch so sneaky, ne? Die sind unter 10 Kilometer. Weil er halt die, dass das Modul hat. Ja, das Tarnungsmodul. Ist halt so super wichtig. Und er ist halt 10 Punkte Kapitän. Ja, das heißt, theoretisch kannst du tatsächlich deine Luftschlag Sachen, ne? Die haben 10 Kilometer Reichweite. Ne, 12 sogar. Ich gehe mal von 10 aus, aber die haben 12 Kilometer Reichweite. Das heißt, ich habe ungefähr 2 Kilometer. 2,2, um genau zu sein. In denen ich die Stealth werfen kann, ohne dass du weißt, wo ich bin. Gut, du siehst, wenn die Flugzeuge anfliegen, aus welche Richtung die anfliegen. Das heißt aber nicht, dass du auf mich schießen kannst. Oh, niederländische Kreuze sind halt so gemein, ne? So. Wir sammeln unsere Container weiter. Mehr Kohle. Ne, wir haben ja gesagt, wir machen ein bisschen Kohle in das Update. Noch ist Update. Weil wenn wir jetzt Kohle ausgeben ohne Coupon demnächst, müssen wir ja auch Kohle wieder ranschaffen. Da gehen ja wieder 200.000 Kohle drauf, wenn es reicht. So. Ach ja, schön was. Zum Schluss nochmal schön was zum Lachen. Okay. So, 11.25. Perfekt. Oh lol, wir haben bei der... Oh, beim Panasiaten haben wir die 500 nicht geschafft. Nein. Müssen wir ihn nochmal fahren. So, müssen wir ihn nochmal fahren. Definitiv. Auftrag. So, ihr wird gefahren. Haben wir wieder fertig. Was sagt Twitch? Twitch sagt, ja, das wird schon, ne? Müssen wir uns nicht Gedanken machen. King of the Sea. Zerstören. Naja, ist ein Monat. Easy. Nach Tage, easy. Das Erbe von Hellas. Das müssten wir eigentlich jetzt auch fertig haben, ne?
Bänder läuft. Wiederkehren. Übung der letzte Tag, wo diese Aufträge hier sind. Im wiederkehrenden Modus. Und eventuell nicht die, weil die halt ein bisschen spezial sind, weil die für die Zwielichtgefechte gelten. Aber ganz insbesondere hier diese Wochenaufgaben. Hier wird geschlammt. Sport ist noch möglich. Ja, Sport ist noch möglich. Aber wir gehen nochmal schnell in die Waffenkammer und kaufen ein. So, hier, Erbe von Hellas ist durch. Abenteuer ist beendet. Wir haben unsere 2500 Schmutzmarken. Und mit den 2500 Schmutzmarken gehen wir jetzt einkaufen. Was können wir jetzt einkaufen? Ich habe jetzt schon 500 ausgegeben. Das heißt, ich habe noch 2000 übrig. Das heißt, ich kann mir jetzt die Macht Spartas holen. Das ist Sparta. Was ist da drinne? 5500 Kohle und wieder 10 Signale von jedem Typ, die ich verkaufen kann. Yes! Ne, wir rechnen mal mit, ja, keine Ahnung, 4500 im Schnitt. Das werden die kleineren sein. Das sind 20, 30, 40, 50, 60. 60 mal 4500 sind ungefähr 250.000. Yes! Na, 250.000 Kredits. Oh, ist okay. Plus 5500 Kohle nochmal geschenkt. Jo. Oder gibt es da noch was Besseres? Ah, wir können hier noch wandernde Flamme in der Theorie kaufen. In der Theorie können wir wandernde Flamme kaufen. Wir würden sogar mehr Kohle kriegen zu 5%, aber natürlich kriegst du halt den Schmutz hier. Was ist denn da im zweiten Paket? 10.000 Free XP. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal, das dürften die höheren sein. Machen wir 5.000 im Schnitt, sind 400.000. Was ist denn da das Bessere? Diese wandernden Flammendinger zu kaufen, dann habe ich noch 500 übrig. Oder die zwei Dinger zu kaufen. Geheimnisse des Meeres. Ah ja, oder für 1000 kaufst du hier die 8er Packung. Das heißt, bei 2000 wären das 16 mal verbrauchbare Schichten. Scheiße, verliebte Kapitän CP. Braucht kein Mensch. Okay, also im Endeffekt habe ich die Wahl jetzt zwischen zweimal wandernde Flamme plus den Rest in Credits. Ne, das wären halt, das sind 10 Stück, 25, ja, 25 mal 15.000. Ja, Pi mal Daumen, 400, 500.000 irgendwas. Oder zweimal Geheimnisse des kretischen Meeres, wo wir 16 mal Ökonomie-Dinger kriegen. Oder einfach hier die Macht Spartas mit da einmal ein bisschen Kohle und Zeug zum Verkaufen und 10.000 Free XP zum Verkaufen. Ihr könnt ja eure Meinung posten, solange ich Sport mache. Das ist ein Plan. Ich vertraue da mal euch. Ich rechne das mal schnell durch für mich. So. Da. Du. So. Sport. Sport tut uns allen gut, deswegen machen wir auch alle heute ein bisschen was, hoffentlich. So, immer schön die Zehen knacken lassen, wenn wir einen festen Stand haben. Oh, na, irgendwie. Ah, oh, mein Rücken. Schlecht geschlafen, verlegen. Ja, man wird älter. Zipperlein und so. Ja dann, auf geht's. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. 9, 10,
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Jawohl. Hep, hep, hep. Ich habe für den CW die Signale genommen. Ja gut. CW fällt ja bei mir weg. Und nein, ich werde auch kein Söldner werden. Ah, ja. Aber wie sportlich wir mittlerweile sind, wie schnell die 30 halt abgerissen sind, ne? Und ich bedenke am Anfang, wo ich angefangen habe, hier 10 Stück, danach war die Welt zu Ende. Oder mach mal einen wandernden Flammencontainer. Ja, das Problem ist, du kriegst halt nur permanente Tarnung. Du kriegst nicht das. Wie nennt sich's? Das Ökonomiepaket. Deswegen ist das relativ nutzlos eigentlich. Gut, du kriegst halt auch eventuell einen speziellen Kapitän, aber. Oh, du kriegst aber hier die blaue. Mal 8 Stück. Nicht nur grüne. Das heißt, im Endeffekt kriegst du bei dem Container mehr. Ja, gut, wir nehmen die Container. Könnte bekommen. Was? Meinst du, könnte hinkommen? Dass du bei denen im Endeffekt, wenn du Glück hast, mehr kriegst. Garantierter Drop 33. Was, wenn der Spieler nach dem Öffnen von 32 Containern wandernde Flammen und auch keinen Gegenstand aus der Gruppe permanente Tarnung gehalten hat, finden sie garantiert einen 33. Container. Wann habe ich denn mal 33 Container wandernde Flamme? Wie viele Jahre soll ich denn da sparen? Tatsächlich könnte man das, oder? Man könnte von diesen saisonalen Events, könntest du ja jetzt die Container sparen, weil die ja, du kannst ja von jedem Containertyp 100 Stück haben. Das ist ja mal eine, oh gut, das ist eine sehr langfristige Planung, ne? Muss man ja mal dazu sagen. Aber es ist eine Planung. So, jetzt habe ich noch 500 von den Marken. So. Ich kann hier keine mit Community-Marken eintauschen. Doch, kann ich tatsächlich. Für 1000 Community-Marken kann ich mir 500 holen. Dann hätte ich wieder 1000. Dann könnte ich mir hier noch so ein Pack holen. Oder das Pack. Ja, ich will auch nicht ewig viel. Ja, nee, ich will nicht so viele Community-Marken ausgeben, weil die will ich ja eigentlich für die Schiffscontainer haben. Ne, garantierte Tier 7er, Tier 5er oder so, was halt momentan ist. Ne, Tier 7, Tier 5, Tier 2 bis 4.
Was halt dich 30.000? Naja, der Testserver ist auch wieder geupdatet worden. Gestern und heute. Das heißt, Testserver wird tatsächlich am Donnerstag wieder starten. Haben wir eigentlich vom letzten Testserver die Sachen schon bekommen? Ich glaube schon, oder? Nee. Nee, wir hatten uns drüber gehalten wegen dieser komischen Portalmarken. Die haben wir gekriegt, ja, aber. Haben wir vom Testserver das Zeug bekommen? Kommt doch erst in einer Woche. Wie kommt erst in einer Woche? Der Testserver startet doch normalerweise immer direkt mit dem Update. Sprich, wenn er jetzt am Donnerstag startet, würde das doch hinkommen. Oder startet er erst nächste Woche? Klangefechte ist am Montag, genau. Die Belohnung wird erst eine Woche nach dem Update ausgezahlt. Ah, okay. Ja gut, aber dann kriege ich nochmal wieder 500 Dublonskis. Ja, ja, ja. Das wäre nice. So. Haben wir jetzt noch hier irgendwelche Aufträge, außer hier noch ein paar Marken zu farmen. Wir brauchen noch 125, kann ich mich noch erspielen. Ne? Ist okay. Nichts Außergewöhnliches, nein, allgemein. Nö, auch nicht dramatisch hier irgendwie. Na dann können wir frisch, fromm, fröhlich, frei, wie man das so schön sagen würde. Na, bei den Lümmeln von der ersten Bank oder so. Mit Heintje. Und Peter Alexander. Hurra, hurra, die Schule brennt. Ja, das waren noch Filme für die ganze Familie, ne? In dem Zeitalter, in dem man sich noch sonntags beim Kaffee in seine schicksten Ausgeklamotten geworfen hat, um Fernsehen zu gucken. Und heute bist du froh, wenn du Leute siehst, bei irgendwelchen Streams, die zumindest eine Hose anhaben. Wake up, boys! Oh, ich bin Hyde hier. Ja, nice. Thanks. So, aber es gibt keine Caps. Das ist ein bisschen mager. Über das 10 Kilometer, ja genau, 10,5. Aber nur Tiefwasser. Ich will mal rüber zu Lasso und zur. Was soll das sein? Die Monarch? Ne, Heinrich. Das kommt uns da entgegen. Uso, die Weser ist da unten. Die New Orleans. Die Emile Bertin. Und was ist neben der New Orleans? Entweder die Bajoni oder die Chungking. Menge Shit, ey. Nicht vergessen, ich habe Nebel. 30 Sekunden. 70 Sekunden.
Na, guck mal, da ist schon nur die York. 1, 2, 3, 4 Kreuzer hier auf der Seite auf einmal. Ah, schon ein bisschen viel. Und 3 Schlachtschiffe. Ist da drüben überhaupt jemand? York dreht ab. Das ist okay. Fubuki. Warum? Mach doch nicht diesen. Ach, schon stirbt er. Er verdreht sich halt auch noch richtig rein, ey. Jo, Moment, brauchst du hier eigentlich gar nicht weiter reinfahren. Too close to left, boss! Watch it, boys! I know how to fight! Entweder komme ich rum oder ich komme halt nicht rum. Okay, das war hart. Problem ist hier in der Mitte so ein bisschen die Hatsuharu.
Cruiser spotted! Au. Bin ich mal noch offen? Ja. Und der Zerstörer sieht mich. Ja, wir haben keine mehr. Na, mega. Okay, jetzt bin ich durch. König ist weg. Die Milbatan dürfte eigentlich auch gleich weg sein. Jawohl. Uhuhu. Müssen den Zerstörer da hinten finden. Ja, unser Flugzeugträger ist halt nicht besonders hilfreich, was den Auffinden des Zerstörers an sich angeht. Die tun sich halt auch echt schwer hier mit der New Orleans. Der Zerstörer noch hier? Bin ich weg? Ja. Ne, Zerstörer ist schon mal nicht da. Also er ist schon mal nicht in diesem Umfeld hier gerade. Ja, die New Orleans ist weg. Sehr gut, das ist doch mal ein Ansatz. Hallo? Schade. Das war dumm. Und ich kriege wieder keine 500, wenn ich gewinne. Boah. Ich kann mit dem Schiff noch nicht so umgehen. Es könnte halt echt dran liegen, dass ihm halt hier die Verborgenheit halt auch fehlt. Aber was soll's. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt umschalten auf Schlachtschiffe, oder? Wenn wir jetzt hier noch ein paar Marken farmen wollen. Ja, oder Zerstörer. Oh, hier Schlachtschiffe. Wir haben noch Schlachtschiffe. Französische und italienische und amerikanische. Amerikanisch, französisch, italienisch. Schlachtschiff. Schlachtschiff. Amerikanisch, Französisch und Italienisch. Ah, ich verstehe. Wir haben keine
Um alle. Obwohl 300, oder? War das doch. Come on. Gib Stoffel. Ich habe alle amerikanischen Schlachtschiffe erforscht. Ist doch nice. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sehe ich das richtig? Wir haben alle fünf Sport schon wieder weg. Maschinenboost aktiviert. So, 300 Punkte brauche ich. Warte auf Anweisungen. Ende. Das heißt, mein Weg ist klar gezeichnet nach vorne. Das ist halt echt eine komische Anordnung, ne? Du hast halt alle Haupttürme nach vorne und alle Sekundärtürme nach hinten. Ja, 4,3 Kilometer. Fährt mir nicht weg. Setzen Sie eine Nebelwand. Yeah. Den Kreuzer treffen, das gibt immer gut Punkte. Kreuzer zerstören. Oh no, ey. Ich glaube, der Zeitumstellung hat mir mehr zugesetzt, als ich mir eingestehen möchte. Oh, jetzt dreht er ein bisschen ein, das ist gut. Bam. Gegnerischer Zerstörer versenkt. Ist das eine Baltimore? Die Breitseite fährt. Ha, ich werde nicht mehr gesehen. Und ich verkehrsgünstig im Nebel sitze. Ich will jetzt eine Zita sehen. Sehr gut. Obwohl ja. Komm, da geht noch was. Hau ab, New Orleans. Ah, sieht gut aus. Ah ja. Team hat die Führung übernommen. Maschinenboost deaktiviert. Wenn hier nicht so viele Leute mit Torpedos rumfahren würden. Oh lol, er hat schon halb tot. Belohnt rammen ja auch nicht mehr.
gegnerische Schlachtschiff zerstört. Unser Sieg ist in Sicht. Ja, die York, die dreht schon ein, wenn sie überlebt. Ich muss halt noch ein paar Sekunden nachladen. Kommt gut. Ja. Gute Arbeit. Mäßig. Bestätige. Kommt, 300 Punkte. Ja, knapp, aber erreicht. Nur das ist zählt. Na komm. Das Gefecht mit der Schumpfon ist auch zu Ende. Ja, nein, vielleicht, eventuell. Wir haben gewonnen. Yes, wir haben gewonnen. Habe ich meine 500? Ja, perfekt. Knapp, aber... Na, ist auch halbwegs durch. Na gut, die Reichweite kannst du noch erforschen, aber hey. So, und Mr. Babumann. Der Veneto. Ah, um nochmal auf die Gummibären zurückzukommen. Ich habe ja dann auch gehofft, weil ich jetzt wesentlich mehr bestellen müsste, dass halt die Halloween-Dinger nach Halloween, ja, wie heute, tatsächlich günstiger werden, weil Event ist ja vorbei. Damit sie quasi ihre Sachen rausverkaufen. Ne? Vielleicht kann man auch mal ein Schnäppchen machen. Rosso porterà fortuna nei prossimi anni. C'è per caso qualche mimetica rossa là fuori? Er freut sich halt immer so, der Babu. Wie ich halt treffe, aber nichts kaputt mache.
Das war mal ordentlich. 7,5 sind okay. Nebelwerfer gestartet. Haha, ihr seht mich nicht mehr. Magic. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Unser Team hat die Führung übernommen. Jo, wir jolun halt rein in die Kreuzer. Ziel ist es, die Bismarck da hinten zu rammen. Torpedos direkt voraus. Oder die Veneto. Feueralarm! Nebelwand gelegt. Nur möglichst nicht von der Harbin platt gemacht zu werden. Mit Torps. Okay, wir rammen die Veneto. Amalfi, die hat richtig viel Torps. Mach die weg. Problem gelöst. Unser Sieg ist in Sicht. Ja, immer schön auf die Bismarck. Das ist gut. Jetzt kriege ich nämlich richtig viel Punkte für die Veneto. Gegnerische Schlachtschiff versenkt. Ha, und ich habe es überlebt. Das ist ja noch viel besser. Jawohl, persönliche Herausforderung. Läuft doch. Tudu. Ja, easy. Manchmal ist es halt so easy, ne? Und vorhin mit der... Oh, puh. Mit dem französischen Schlachtschiff. In der Richelieu. War halt echt knapp. So. Ist da Babumann? Jawohl. So. Ich muss kurz... Weil er schon von das einholen. 63.000. Wir bräuchten für den T8er. 110. Ja, wir brauchen natürlich den jetzt nicht mehr. Aber ich will amerikanische Schlachtschiffe haben. Ach ja, amerikanische Schlachtschiffe. Den Stolz der amerikanischen Kreditmaschinerie. Ich krieg halt 200% mehr Gehalt. Wir müssen ja nur 300 Punkte farmen. Das heißt, das machen wir jetzt ganz entspannt im Koop, ne? Und ich müsste mir mal Gedanken machen, was ich heute esse zum Abendbrot.
Wir haben einfach Instant Nudeln. Das ist okay. Keine Caps. Die Schlacht beginnt. Viel Glück allen. Da wird es halt schwer, Basis-EP zu sammeln. Viel Glück und ruhige Wasser. Herzlichen Dank. Da ist der Keks schon kaputt gegangen, als ich ihn aus der Packung gezerrt habe. Jede Menge Zerstörer. Alter. Gegnerischer Zerstörer versenkt. Oder? Torpedos direkt voraus. Ja, wichtig ist, dass du die wichtigen Kills machst. Gegnerischen Zerstörer versenkt. Unser Team hat die Führung übernommen. Oh, hat sogar überlebt. Schlachtschiff gesunken. Ach, er hier mit seiner fetten Iowa. Alles abgeprallt.
jetzt ist ein guter Punkt, oder? Unser Sieg ist in Sicht. Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Au. Unser Sieg ist in Sicht. Okay, ich denke, ich habe gut abgegriffen. Dann guck mal, den ersten Auftrag hätten wir doch schon. Von der Hippertarnung. Für ein Bot-Gefecht mit der Missouri kriegst du 223.000 Credits. Für ein Bot-Gefecht. Ist halt so herb, ne? Das ist halt das reine Basispaket plus halt alles, was Clan angeht oder so. Ne, Wartungskosten schon noch runtergesetzt. So. Noch 25 Mark können wir verdienen. Das heißt noch ein Gefecht. Noch 25 Marken. Das heißt noch ein Gefecht. Ja, ne, mach mal hier mit dem Zerstörer, oder? Ja, guck mal, amerikanische Zerstörer habe ich echt oft gefahren. Okay, ja gut, nehmen wir halt hier Europäer oder so. Was nehmen wir denn? Ich habe keine Ahnung, was nehmen wir denn. Einmal muss halt noch irgendwie. Ich habe noch 10 Stunden, bis das Event zu Ende ist. Ach komm. Ich gehe mal mit den italienischen Kreuzern. Na, weil die ja noch am weitesten zurückliegen. Tier 6, oh mein Gott. Jawohl, er kann auch einen guten Plan. So. Flasche leer. Wann hat Schröder diesen Satz geprägt? Beziehungsweise Raab hat ihn ja dann mehr oder weniger breitgetreten. Nee, Trabatoni war's.
Krapatuni war's. 98, oder? Habe Flasche, nee, wie Flasche leer. Da war auch der Ausbruch von Trapattoni, also dem Trainer von Bayern München, Fußball und so. Als er über die Spieler geschimpft hat, weil Bayern da verloren hat. Und alle haben das an Trapattoni auslassen veröffentlicht. 98, ja, genau. Das war unser Abi-Spruch tatsächlich. Ich hoffe, für Rat ist nicht so viel. Aber wir hatten tatsächlich T-Shirts mit Flasche leer. Oder wie Flasche leer, besser gesagt. Struns! Struns! Da hat er mal übel abgelästert über die ganzen Bayern-Spieler. Struns, immer verletzt. So. Achso, nee, Koop nicht. Wenn, dann müssen wir Zufallsgefecht fahren. Also, 5, 4, 3, 2, 1. Auf wie? Blub. Und schon sind wir drin. Ich weiß gar nicht, über wen er das gesagt hat, mit wie Flasche leer. War das auch Strunz? Keine Ahnung. Ah, natürlich bin ich in einem Achtermann. Was ist denn das? Was habe ich denn hier als Sechser zu suchen? Wir haben noch einen Flugzeugträger-Sechser, wir haben noch einen Schlachtschiff-Sechser. Ja, und das war's, ey. Die Schlacht beginnt. Mega. Das heißt, die Furious wird jetzt auch keine Tier 8 Kreuzer und Schlachtschiffe anfliegen, sondern halt versuchen, die Tier 6er und Tier 7er zu jagen. Ach ja. Immer kaputt. Na, ja, war halt Italiener alter Schule. Trapattoni. Lebt er eigentlich noch? Ich glaube nicht, ne? Das auch mit, müsste auch mittlerweile gestorben sein. Ich meine, der war vor, als er die Bayern trainiert hat, vor 98, das war es schon wie viele Jahre her? 24? Und ich meine, damals war er schon 60 oder so. Na nein. Wo ist der Flugzeugträger? Maschinenboost aktiviert. Problem gelöst. Alle Stationen brauchen Feuerunterstützung. Ja, nee, ist nicht, Jungs. Kritischer Maschinenschaden. Maschinenboost deaktiviert. Oh, die haben aber auch alles da hier. Was ist denn hier los? Feueralarm! Feuer auf das Ziel konzentrieren.
Ach. Okay, der jüngste Zerstörer. Rapp ist 83 Jahre alt. Aber lebt tatsächlich noch. Na, da war ich gar nicht schlecht, wenn ich gesagt habe, der war 60, als er vor 24 Jahren das erzählt hat. Dann kommt das ja genau hin. Da war er ja fast genau. Da war 59 oder 60, ne? Und auf an, wann er jetzt Geburtstag hat. Ja. Okay, das hat schon mal nicht geklappt mit denen. Ach, das ist halt immer die Grütze, wenn du in so hohe Tiergefechte kommst. Ey, das ist so nervig. Ja, dann nehmen wir halt mal die Europäer. Naja, eigentlich wollte ich welche nehmen, die die IP brauchen. Ach. Ja, die Wugler, aber die geht halt auch so ultra früh auf. 6,6 Kilometer. Entschuldigung. Uff. Ach ja, Wugler. Brauchen wir überhaupt was? Ja, haben wir 10. Das ist ungefähr alles, was ich heute noch erreichen will. Ist einfach diese 25 Marken abkrabbeln und dann ist gut. Ja, ich meine, ist ja auch schon 7:30 wieder. Und morgen können wir nicht so lange schlafen wie heute. Weil heute ja die Uhr umgestellt wurde von 3 auf 2. Um die Uhrzeit, meine Fresse, ey. Wieder bin ich halt Lot hier. Hier war heute auch Feiertag. Hä? Wieso ist ein Halloween Feiertag? Oh ne, Halloween war gestern. Das ist der 1.11. Was ist denn am 1.11.? Das Reformationstag oder so, oder? Allerheiligen. Allerheiligen ist. Was ist diese Lot hier zu sein, das nervt halt echt hart ab. Muss man sagen. Vor allem, wenn du es halt immer so kontinuierlich nacheinander bist. Wie viel haben wir? 8 Kilometer. Das ist ja nichts. Ja gut, aber immerhin, ich bin nur 6 Kilometer zu mir auf. Eine Florida, eine Hawk, eine Johann de Witt. Kamerad, ich brauche Ihre Unterstützung. Kamerad. Kageros, Yin Yang und Shirazuyu. Okay, Kagero ist in der Mitte. Das heißt, es ist entweder die Xian Yang oder die Shiratsuyu. Der Plan ist, darüber zu fahren. Was? Kritischer Maschinenschaden. Feueralarm. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren.
Maschinenboost aktiviert. Ja, sauber. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. So, jetzt müssen wir nur wissen, wo die Lyon ist. Ich bin irgendwie alleine. Das ist schlecht. Das ist super schlecht. Nur ein bisschen Abstand gewinnen. Wäre gar nicht mal so schlecht. Ja, okay, da ist nämlich die Nagato. Wie viel habe ich? 10 Kilometer. 8 Kilometer. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Oh, ich mache euch nämlich auf. Auf, auf. Ich wäre ein bisschen zufriedener, wenn ich wüsste, wo die Lyon ist. Maschinenboost deaktiviert. Ungefähr da. Oh, sie wollen. Die Lyon will. Vor allem ist die Lyon auch schnell genug. Alle Stationen brauchen Feuerunterstützung. Toll gemacht. Unser Team hat. Was für ein Klops von Schiffen? Diese Torps sind ja Grütze. Ja, da gab's richtig Aua. Alter. Wieso kann der die steuern? Das. Oh, ich bin, zum Glück sind die weg. Maschinenboost aktiviert.
Oh, Lerada. Es geht jetzt aber ab hier, hä? Nagato. So nicht. Ah, das war die Talin, die da. Ja, da ist nicht viel mit Hilfe, Junge. Da kommen 5 Mann auf dich zu. Ah, er brennt ab. Sehr schicke Sache, sehr schicke Sache. Was macht denn eigentlich hier er hier mit seiner Musashi? Maschinenboost deaktiviert. Florida, es läuft. Ja. Sie haben Schiss. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Jo, die Talin wird jetzt gemacht. Und meine Tops laufen aus, oder? Alter! Warum? Unser Sieg ist in Sicht. Und damit zieht die Talin gleich ihren neuen Radar. Ich brauche Geschwindigkeit. Ich brauche massivst Geschwindigkeit. Ja, die Taubs will ich treffen, ja, aber. Oh, obwohl. Maschinenboost aktiviert. Okay, wer mich sucht, die Wurst. Alter, greif doch die scheiß Talin an, Mann. Die hat auf alle Fälle weniger Flugabwehr als eine Musashi. Und er hat nur noch 10.000 Leben und nicht 60.000. Sieg ist in Sicht. Nee, er ist halt immer noch AFK hier mit seiner Musashi. Alter.
Was ist denn mit der Tallinn? Warum fährt denn mir die halt immer hinterher? Bäm, da war ein Treffer. Es geht da drauf. Es muss er doch drauf gehen. Tallinn macht halt noch einen Kill. Na gut, er macht die Musashi. Das ist jetzt nicht so tragisch. Maschinenboost deaktiviert. Aber ich kann es mir nicht leisten zu schießen. So ein bisschen. Und wenn ich ihn halt nicht wegkriege, ich habe nur noch 4000 Leben. Ich spotte halt. Ah, ist okay. Na, mit Spotten bin ich dabei. Tallinn nur noch 3000. Ne? Das wird langsam. Jetzt begegnen sie sich. So eine volle Zieten, Mann. Gefecht endet in 5 Minuten. Naja, sobald ich aufgehe, pumpt mich halt die. Ja. Jawohl, die Musashi hat andere Sorgen. Er will bestimmt hier hinter dem Dings langfahren. Ah. Immerhin, wir haben es geschafft. Oh, Gott sei Dank. Sind wir durch. Na, die Top 55 Community Marken auch noch verdient. Signale. Ja. Ist das die Tallinn? Ja, ist mal so schwer zu erkennen, diese graue Schrift. Ist furchtbar. So. Ne, Avier haben wir ordentlich verloren, wie sich's gehört. Und da hätte ich die 500 nicht gepackt. Ach ja, ist klar, Jungs und Mädels. So. Wir haben alle U-Boot-Marken verdient. Na, ich konnte jetzt noch ein bisschen mehr Kohle verdienen, aber ganz ehrlich, nee. Twitch-Auftrag, was sagt der? Der hält noch eine Woche, das heißt Donnerstag wird er ganz easy gemacht. King of the Sea für unsere Hippertanu. Na, wenn wir noch 1,4 Millionen Schaden machen. Naja, das wird sich ein bisschen hinziehen. Erbe von Hellas ist durch. Allgemeine Geschichten sind durch. Zum Glück hört das auch auf demnächst, diese Zwielichtgefechte im Müll. Und hier können wir noch... Ach, das ist Stahl jetzt.
War das vorhin nicht mal Dublonen vor 2 Wochen? Dass du da 20 Dublonen für 1000 Basis-EP kriegen konntest bei den Supertiers? Jetzt kriegst du nur noch Stahl. Und ganz ehrlich, wie viel kriegst du davon? Du kannst es 20 Mal abschließen, das heißt, du kriegst 400 Stahl. Und dafür legst du pro Gefecht mindestens 100.000. Na, erstmal musst du 1000 Basis-EP kriegen. Und dann pro Gefecht legst du 100.000 Credits hin. Nee. Nee, Jungs und Mädels. Wir hätten noch ein bisschen das machen können. Fällt mir so ein. Aber wir sind ja mehr oder weniger am Ende der Geschichte. Oh, ich habe was vergessen. Oh, ich bin so dumm. Wir müssen ja unseren amerikanischen Zerstörer spielen. So Fletcher. Na gut, mach mal die Fletcher jetzt als Abschlussgefecht. Ne, das kommt auch hin. Und ob wir jetzt diese Containerwand an der Flamme kriegen oder nicht. Ist mir egal. So, wichtig ist, wir müssen erstmal unsere Marken ausgeben. So. Und dann können wir unser Fletcher-Ding spielen. So, unsere U-Boot-Marken. U-Boot, U-Boot. Wir haben jetzt noch 200 U-Boot-Marken, die wir irgendwie verwursteln können. Außer ich kaufe jetzt hier nochmal 300, dann hätten wir 500. Und mit 500 könnten wir auch nichts machen, weil wir brauchen für das U-Boot 1000. Echt, ist klar. Das heißt, wir schnappen uns auf jedes Mal Credits. Credits kann man, sind machbar. Ne? Haben wir eh das am wenigsten davon. Jo. Nein. Ich will keine 5. Ach, in einem Päckchen sind 5. Ach so. Naja. Okay, immerhin. Ne? In einem Päckchen sind 5. Oder brauchen wir von jedem was? Ja, Schiffs-EP brauchen wir halt nicht wirklich, ne? Zweieinhalbtausend. Wann mache ich denn mal 2500 Gefechte? Kann man die Dinger eigentlich verkaufen? Nee, ne? Kapitäns-EP. Freie EP. Ja, komm. Pumpen wir alles in Credits rein. So, ne? Haben wir 15. Oh, man kann die doch verkaufen. Ah, okay. Ja, 15 mal Credit. Das ist doch, ist okay. Bringt aber nicht viel. Ah, okay. Das hört man doch gerne, dass das nicht viel bringt. So, dann habe ich noch 20 U-Boot-Marken übrig. Die werden morgen sowieso eingetauscht. Das heißt, da kann ich sie heute auch so eintauschen. Na. Plupp. Haben wir 60.000 noch. Okay. Erbe von Hellas. Habe ich noch 500 Marken übrig. Ich krieg keine mehr. Oder? Bla bla bla. Könnt ihr abgeben, die während der Updates für eine begrenzte Zahl der Webseite verfügbar sind. Bekommt man jetzt noch einen neuen Auftrag mit dem nächsten Patch? Ich glaube nicht, oder? Das heißt, ich hätte jetzt 500 Marken übrig für irgendwas. Oder ich investiere nochmal 1000 Dinger für 500 Marken und dann können wir uns noch so einen Satz grüne Dingers kaufen. Oh, falsch. Oh, wait, ich wollte... Oh, ich bin reported worden. Yeah, natürlich bin ich das. Ökonomische Boni. Wie, die bringen nicht viel? Na gut, das sind die Roten. Alter. Wie viel habe ich da? 145. Es gibt 20 Millionen. Ja, die sollte mal. Was kriegen denn die Grünen? 18.000 pro Stück.
Ja, ist doch okay. 18.000 mal 2.500. Oder 18.000 mal 1.000. Und 18 Millionen mal 4 wären... Ja, 40... 72 Millionen. Und dann hätte ich immer noch ordentlich übrig. Aber hey, sowas verkaufst du nicht. Ne? Sowas verfährst du halt lieber. Okay. Waffenkammer. So, griechische Marken. Wir haben jetzt noch 500 übrig. Meh. Elite-Kapitän-CP. Meh. Würde aber genau passen. Brauche aber keine Elite-Kapitän-CP. Credits, oder? Na hier, die Macht Spartas ist nur Müll. Und wir haben erstmal in Kohle drin. 5.500. Ja. Tja. Wie du es drehst und wendest, machst du es falsch. Ach komm, wir sammeln noch ein bisschen Kohle, oder? Wir holen uns jetzt hier die 500 für 1000 und pumpen damit nochmal 5.500 Kohle. Ja, wozu haben wir denn? Die Geräusche hören sich fast an wie Folter. Hä? Welche Geräusche? Das ist Sparta, sag ich mal. Zack. Deine. Ja, so diese Gedankenspiele sind auch manchmal Folter. Tada. Okidoki. Na, 5.000 Kohle. Nochmal 550, das ist ja der Bonus schön. Nochmal, das heißt, wir haben 6.000 Kohle dadurch verdient. Das ist okay. Kann man mit leben. 500 Dublonen sind 500 griechische Marken. Hier hast du den Direktvergleich. Und 1000 Community Marken sind 500 griechische Marken. Das heißt, 2 Community Marken sind eine Dublone wert. Ja, wenn man das so eintauschen könnte, wäre das echt nicht schlecht. Hätte ich 15.000 Dublonen mehr. Okay, wir haben unsere U-Marken ausgegeben. Wir haben die griechischen Marken ausgegeben. Die halten nur bis Freitagmorgen. Ne? Also Donnerstag solltet ihr die spätestens ausgeben. So, das heißt, ich habe die beiden Sachen, die wirklich wichtig sind, habe ich jetzt auch erledigt. Ist jetzt noch irgendwas? Nee, Coupon technisch war auch nichts. Oh, hier kannst du sogar die Dinger für Credits kaufen. Oh, die ist Kohle, nicht Credits. Oh, Entschuldigung. Kann man eigentlich Container... Das ist alles für Kohle. Ja, genau. Dublon, muss nicht sein. Hatten wir hier nicht diese Malta da? Ah, 82.000. Na, sind wir noch ganz knapp entfernt. Aber das wird schon. Ich denke mal, im Dezember ist Großschiffe einkaufen angesagt. Ja, weil dann auch die Forschungspunkte da sind, an denen wir jetzt arbeiten. Ja, wir sind bei 117.000 bei der Fletcher. 236 braucht man. Das heißt noch 120.000. Knapp.
ist nicht mehr viel. Dafür, dass wir den Zweig dann wieder zurücksetzen können. Noch 2 Tage. Natürlich läuft er in 2 Tagen der Multiplikator aus. Ja, wir haben gesagt, es ist nicht so viel, nicht so schlimm, wenn wir das nicht punktgenau schaffen. Das macht nichts. Das Einzige, was mir tatsächlich ein bisschen Sorge bereitet, ist, wir setzen das jetzt zurück und dann habe ich nur 1 Monat Zeit, bis der, ich sag mal, der Weihnachtspatch kommt. Ja, mit dem Weihnachtspatch werden ja auch die Schneeflocken-Events wieder Mitte, ich sag mal Mitte Dezember fangen die Schneeflocken-Events, die Dinge wieder an. Mitte, Ende Dezember. Das heißt, ich habe jetzt einen knappen Monat, 1,5, um halt wieder möglichst viele von denen zu bekommen. Und ich denke mal, dieses Schneeflocken-Event wird das ganze Update gehen. Das heißt, bis, ich sag mal, Anfang Februar. Das ist so mein Gedankengang. Schafft man bis Anfang Februar wieder auf die Gierigen zu kommen, um halt hier den Supercontainer abzugreifen? Oder soll man mit dem Zurücksetzen wieder jetzt 1 Monat warten? Aber ich glaube, das macht halt auch keinen Sinn. Der neue Patch läuft 5 Wochen. Du meinst jetzt 11.10, ne, der morgen kommt. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, der nächste würde am 7.11. kommen. Ja gut, aber es ist ja nicht gesagt, ne, dass nur mit dem Patch, dass das Schneeflocken-Event sofort anfängt. Das hat man ja beim Geburtstags-Event ja auch nicht. Das hat ja erst 2 Wochen später im Patch angefangen. Davon gehe ich mal auch aus, dass das Schneeflocken-Event halt erst so um Weihnachten oder kurz vor Weihnachten halt überhaupt startet. Weil das ist ja im Endeffekt ein Weihnachten- und Neujahrs-Event. Und das Geburtstags-Event, das ging ja auch über 6 Wochen, 8 Wochen. Na, und ich gehe schwer davon aus, dass das Event an sich auch komplett die 6 Wochen geht. Also mindestens 4 Wochen. Weil sonst schaffst du es ja gar nicht, diese ganzen Schneeflocken wegzufahren. Auch wenn du diese Mechanik wieder hast, dass du hier, dass du wieder gestaffelt ab X Basis EP wieder noch zusätzliche Sachen freischaltest. Ich gehe mal davon aus, dass das Event an sich bis Anfang Februar geht. Also nicht der Patch, sondern halt das Event an sich. Aber hey, müssen wir uns überraschen lassen. Ich werde das, sobald ich hier jetzt das geschafft habe, dann auch zurücksetzen. Und ich meine, man kann ja durchtecken bis Tier 5. Ne? Du musst ja dann Tier 5 nur einmal fahren oder so, zweimal. Und ich meine, du bist ja relativ schnell hier bei der Farragut, beziehungsweise der Mayhem. Bei der Benson und der Fletcher, das zieht sich halt ein bisschen. Und man muss halt bedenken, es ist halt immer noch WoW-Zeit, ne? So, unsere blauen Schlumpergram. Ich hoffe mal jetzt kein High-Tier. Also, dass ich nicht wieder in den Tier 10er, 11er Bereich komme. Wir drücken mal die Daumen in 5, 4, 3, 2, 1. Wir suchen noch. Wir haben gefunden. Und jetzt ist alles voll mit Supertiers. Ja, Match und so. Alles voll mit Supertiers. Oh! Natürlich. Alter. Herrschaft, Falle, okay.
Ach, natürlich auch ein Tier 10 Flugzeugträger drin. Die Edgar doch bestimmt auch Radar, oder? 100 pro Radar. Dickes Ei. Ja, ich werde der Flugzeugträger fährt mich auch gleich an. Oder fliegt mich gleich an. Radar oder Nebel? Ja. Ja, und schon komm da. Ja, könnte wer den... kann natürlich keiner. Nur nicht festhängen. Das wäre jetzt fatal. Wusch. So, wir schliegen uns rein. Hey. Gott sei Dank. Wir schliegen uns nicht rein. Da ist wer. Okay, Benham ist da unten, Yamagiri ist da oben. Das heißt, ich habe die Chungmu. Mein Freund, die Chungmu. Bewegt er sich? Irgendwie schon. Das war jetzt irgendwie unglücklich, dass da jetzt eine Dämon kam. Solange das Radar läuft, muss ich ja jetzt hier nichts machen. Ja, ja, ja. Wie lang geht denn die Radar? Oder ist es von der Chungmu? Ah, endlich. Okay, Chungmu ist rausgefahren. Okay, ich habe meine ersten 25k und ich habe den Cap. Okidoki. Ah ja, okay, die Barriere ist rausgefahren. Das war natürlich unnormal. Ich bin entdeckt. Engine down.
damage. I cannot convert to vehicle mode, but I will improvise. Enemy cruiser sighted. Na, ich treff nicht. Jetzt hat er auch noch eine bessere Tarnung als mich. Oh, und ich habe übel aufs Brett geschissen. Das war schlecht. Das Engagement war schlecht. So gut, dass wir der Dämon waren, das war super schlecht. Nein, jetzt kommt natürlich er hier angewalzt. Mit seinem Fliegers. Oh, da kommen aber auch Torpwellen. Das ist von der Yamagiri, ne? Oh, Yamagiri, du musst den Torpaini halt. Okay, die Edgar hat das Radar. Alter! Problem solved. Fire alarm. Oh, nein. Ah! Oh. Torpedoes to starboard. Alter. Da passiert nichts, das sind Tiefers. Oh, ich wollte gerade sagen. Oh, Gott sei Dank. Wieso ist eigentlich in der Mitte der Cap schon wieder? Es kann doch nicht sein, wir haben drei von denen gekillt und wir liegen halt hinten. Smoke generator started. I commend you. Torpedoes to starboard sighted. Boom. Benham, ne? Ja, da die Yamagiri. Okay. Der ist wenigstens tot, aber er nimmt nochmal hier guten Chunk von der Montana mit. Und die Dämon da hinten lebt immer noch. Gott sei Dank. Ja, Smolens, du musst halt die Benham jagen hier unten. Hilft halt nichts. Na, endlich kommen mal hier ihre
kommt hier ein bisschen mal was zum Einsatz. Schießen die ihn hin. Ja, komm, schließen. Auf die Slava da hinten. Okay, die Edgar. Die Slava dürfte jetzt aber schön im Kreuzfeuer sein. Na, letztendlich können die Schlachtschiffe mal ihre Sekundäres einsetzen. Oh, läuft. Oh, Kurfürst, was tust du? Au. Das war halt absolut unnötig. Aber hey. Cap. Und unser Mulensk stirbt jetzt auch gleich. Sehr schön. Wir haben den Cap genommen. Perfekt. Tja, Smolensk, du müsstest dich jetzt bewegen. Und zwar weg nach vorne. Naja, tut er. Beschleunigung ist langsam, aber stetig. Our team has taken the lead. Neither impossible nor impassable. Das macht er einen Blindshot und trifft ihn, oder? Ach, das wäre die Krönung jetzt noch gewesen. Die Chungmu könnte das Radar haben. Das Radar ist ein Buschwand mit 7,6 Meter. Ja. Ja, davon bin ich auch so gegangen, dass die Chungmu das Radar hat. Weil die Puerto Rico konntest du es ja nicht haben. War das eine Puerto Rico? Nee, der Moin war das. Ja, die war ja zu weit weg. Die müssen die Benham finden, Junge. Strategisch unwichtig da die Nachimov. Die Nachimov sehen alle Spieler, sehen die Nachimov, ne? Die fahren da hin. Die sieht man halt. Aber die Benham ist halt gefährlich, weil die mit einer Salve ein Schiff auseinandernehmen kann. Das kann die Nachimov nicht, auch wenn die sind halt alle noch halb voll. Ja, da steht's nämlich. CV Spot DD. Aber das Spiel sollte an sich vorbei sein. Na, wir haben drei Caps. Und die Nachimov wird jetzt von mindestens drei Schiffen angegriffen. Sogar von vier. Oder hier von der zwei. Na, die beiden Kreuzer und hier die beiden Schlachtschiffe. Ja, und da kommen schon wieder Torps. Oh, er ist hier an der Wand. Tja.
battle ends in 5 minutes. Hat das noch überlebt. Lol. Egal, das sind nochmal schöne 27.000. Bis der TV den despawnet, ist das Spiel rum. Ja, ja, der war nicht besonders heller, der TV-Spieler. Zumindest in der Hinsicht. Ja gut, ne? Ich meine, er ist Vorletzter. In dem Tier 10 Flugzeugträger. Ja, die Benham ist halt so gefährlich. Hast du gesehen? Er hat uns beide halt rausgenommen. Mit einem Schlag. Ne? Hier die Yamagiri und mich. Gut, wir hatten halt Pech, aber er ist halt so gefährlich. Ja, Edgar hat gut gemacht. Na, für 1960, da reicht der Lob nicht. Ab 2000. Hat zwei DD am Arsch und geht auf die BB, statt uns die DD zu spotten und mit dem machen. Ja, ich meine. Ich will nichts sagen, aber Flugzeugträger-Spieler sind nicht besonders helle. Also zumindest die Großzahl, die man halt so trifft. Es gibt halt nur eine Handvoll Spieler, die halt wirklich Flugzeugträger gut spielen. Und das Problem ist, wenn halt eine Handvoll Spieler die Flugzeugträger gut spielt, dann wird Wargaming die nirgendwie anpassen. Ja, weil dann ist es ja... Aber das ist ja halt dann so ein bisschen so... Da kann Wargaming auch nichts für, muss man dazu ganz kurz sagen, weil taktisches Verständnis in Köpfe reinbringen, das funktioniert halt nicht. Entweder hast du es oder du hast es nicht. Ja, immerhin 20.000 Bonus gemacht, ne, 27k, damit kann ich leben. Nochmal 466 plus. So. Na, vor allem, da muss man sich halt sagen, wenn du eine Benham im gegnerischen Team hast, das ist eines der gefährlichsten Schiffe in WoWs überhaupt. Die muss Priorität haben. Weil die schmeißt halt so schnell so viele Torps, plus dass die richtig wehtun. Das geht auf keine Kuhhaut. Eine Benham kann eine ganze Flanke alleine halten. Ja, gegen 4 bis 6 Schiffe absolut kein Problem. Ja, du machst halt dann Verzögerungstaktik, du fährst halt immer schon weg, wartest, bis deine Torpedos wieder geladen sind, schmeißt deine Torpedos. Du fährst wieder ein Stück weg, wartest, bis deine Bösen geladen, schmeißt deine Torpedos. Und irgendwann fährt sowieso einer rein und über Zeit pumpt die halt das ganze Team weg. So, 144k, läuft doch. Aber, wie gesagt, das war tatsächlich das letzte Spiel. Ja, wir sind auf dem guten Weg nach vorne. Sind es nur noch 90.000 knapp? Jawohl, jawohl. Ach ja, morgen werde ich zum Beispiel nicht spielen, World of Warships. Ne? Morgen ist der standardmäßig WoW-Tag. Never play on Patch Day. Ja, ich lasse mich mal am Donnerstag überraschen, was da jetzt tatsächlich hier passiert oder nicht passiert. Und ansonsten sage ich mal wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und wir sehen uns dann morgen wieder. Bye, bye.